genau genommen, um alles Mögliche abzuschalten. Ah! Ah, okay. Und klar, also übertreib's nicht, kapiert. Ich hatte nämlich vor, diese... Scheiße, jetzt habe ich zu langsam gelesen. Wohl bist du zu spät angefangen. So. Was zum Teufel, Toni? Du hast ja ein schwarzes Loch. Okay, Dix, lass nicht zu, dass es dich einsaugt. Schließlich Hacker fernhalten. Das ist kein Vergnügungspark. Ah, guck mal, hier haben wir Daten. Hacke diesen Datennode und dann raus hier. Okay. Haben wir jetzt nichts gebracht, oder? Ja, aber doch nice. Guck mal, ein paar Erfahrungspunkte haben wir geholt. Clever gespielt, Blaustoff. Du bist ein Naturtalent. Den Namen Hackerin hat sie sich redlich verdient. Findest du nicht auch? T, willkommen im Club, Kleiner. Dann hat es zum Schluss glückliche Karten. Aber nicht übel für ein Krabbeltier. Das Gehen wirst du schon bald lernen. Solange ich nicht sprinten kann, bin ich nicht fertig. Wie kann ich mich noch weiter steigern? Das ist alles, was du hast, Toni. Eierschalen sind schwerer zu knacken als die T-Festung. So. Nun ja, da kommen die Augments gelegen. Einige Implantate steigern deine Reflexe, geben dir mehr Verbindungszeit, solche Sachen. Du musst wirklich ernsthaft über Upgrades nachdenken, Blauschopf. Ja, bin ja schon dabei. Warum kann ich mit dir jetzt nicht reden? Ach guck mal, kann man den Fokus aufladen. Aufputschmittel klauen wir uns auch einfach mal weg, ne? Einfach, was können. So. Blauschopf, hat sich Nals um alles gekümmert? Nein, haben Sie einen Ratschlag vielleicht? Was willst du wissen? Wo kann ich Waffen kaufen? Ich wäre das Gefühl nicht los, dass ich welche gebrauchen könnte. Ich auch nicht. Es gibt da ein paar brauchbare Läden. Der von Hank ist nicht weit, beim chinesischen Tor. Der Schuppen sieht nach nicht viel aus, aber keiner weiß mehr über Knarren als er. Und dann gibt es da noch Everyday Guns für die etwas schickeren Teile. Innenstadt, nicht weit von Sams Laden. Eine Freundin von mir. Und was ist hier in der Gegend der letzte Bar, der letzte Laden und der beste Laden, wenn es um Zubehör geht? Ich kenne ein paar, aber in der Innenstadt gibt es einen Gemischwarenladen, der eine alte Freundin von mir führt. Sam. Essen, Trinken, Medis, Erste Hilfe. Gibt nichts, was Sam nicht hat. Das war's für den Moment. Bis später. So. Können wir hier noch machen? Ist schon offline. Kann ja immer mal so ein bisschen hier mal so, ne? Mal gucken, ob man hier vielleicht irgendwas Schindluder treiben kann. Das Geile ist, man kann hier halt auch wirklich, ne, sich umschauen. Aber es frisst Fokus, wie man oben sieht, ne? Wiederum nicht so geil. So, dankeschön. So, dann hauen wir mal wieder ab. Oh, bevor du gehst, ich habe diese Karte von Harbor Prime soeben hochgeladen. Dachte, du kennst diesen Teil der Stadt nicht so gut. Check die Karte, falls du dich verirrst. Ja, also die Kanalisation kenne ich mittlerweile ganz gut. So, ich werde mir schon einen Reim draus machen. Nee, machen wir ein bisschen mit Humor. So, okay. Ich will aber trotzdem mal zurückgehen, weil wir haben ja jetzt natürlich die Möglichkeit, die beiden Türen in der Kanalisation zu öffnen. Deswegen, hier scheint jetzt, glaube ich, erstmal nichts mehr zu passieren. Das kostet direkt 5, ne? Es ist unglaublich. Nur um mal kurz reinzugehen. Hä? Wie ich denn hier? Warte mal. Wo ist denn hier die... Ja, okay, oder dann gehen wir halt über das chinesische Viertel nochmal rein. Ist ja egal. Hinterher. So. Böse halt ich... Ah, guck mal, hier ist ein Device. Da kann man was hacken. Ach, fuck. Das ist so dumm. Entschuldigung. So. Ja, okay. Ich hab das nicht gerallt, ich Idiot. Scheiße. Nein! Haben wir hier sonst noch irgendjemanden so ohne Fahrschein vielleicht? Hab ich hier noch was hacken? Das ist nicht nur im Cyberspace, sondern das ist überall, wo wir dann auch schießen können. War mir so nicht bekannt tatsächlich. Aber vielleicht wurden wir es deswegen auch nicht erklärt. Das kann natürlich sein. Ja gut, okay, aber der eine ist ja schon jetzt fertig. Ja gut, ich kann hier so viel kalt machen, wie ich will. Das bringt mir alles nichts. Ah, ich mag so Twin-Stick-Shooter. So. Ach, so geht's. Okay. 62. Was? Ich will nichts kaufen. Nein. Alter, ich gebe keine 20 Quests für Kohle aus. Weiß ich, wie viel das ist? Ziemlich genau 20 Credits, aber okay. Taijo.
Was ist denn Taiju? Ah, es ist die Stadt. Hallo. Vermisstenanzeige aufheben. Okay, wer wird denn vermisst? Oh! Machen wir natürlich, klar. Sheng Xiaolong. Melden bei Chun Tao in Taizhou. Ich würde wohl auch ausblenden, wenn mir so ein süßer Typ durch die Lappen gegangen wäre. Als Kontakt wird eine Chun Tao genannt. China-Restaurant in Taizhou. Was wollte ich noch machen? Achso, genau, mich einmal aufleveln. Drei Fähigkeiten! Alter, ich habe irgendwie so ein bisschen was verpasst. Hä? Den habe ich auch schon, oder? Ja, hacke menschliche Gegner, um sie zu betäuben. Kannst du schneller hacken? Okay. Kurz einen Rabatt auf Einkauf. Nee, will ich eigentlich alles nicht haben. Kannst auch nun in die Augmented Reality eintauchen und in den Cyberspace betreten. Und dein Fokus erhöht sich um 25%. Oh, eigentlich nicht schlecht, ne? So, machen wir mal den Nahkampf. So, bestätigen. Jetzt sind wir auch safe wenigstens mal. Hallo Hund, was geht? Hi! Wer bist du denn? Georgie, diese Welt geht unter, geht zum Teufel. Interessanter Gedanke, Lust näher darauf einzugehen? Willst du wissen, wie ich das verhindern werde? Nee. Mit meinem Magnus Opus wird die Technik eine neue Stufe erreichen. Sich für immer verändern, sich losmachen. Der macht den Kampf ansagen, vielleicht verstehst du ja. Erhabenheit nimmt unerwartete Form an. Kann sein, aber du scheinst mir ziemlich übergeschnappt zu sein. Ich bin also nicht sicher. Erscheinungen sind Schattenillusionen. Ich habe einmal Krawatten getragen, okay? Bei Samio, so war es. Informatikkaufmann, das bin ich einmal gewesen. Ist Vergangenheit. Und? Doch dann geschahen Dinge. Sie haben die Schlinge enger gezogen, bis meine Kehle zugeschnürt war. Ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich war 52. Sagten, ich wäre zu oldschool für IT. Zogen den Stecker. Ein alter Gold wird vor keinen Karren mehr gespannt. Jeder muss sein Gepäck tragen, aber wenn sie mein Gepäck sehen, wollen sie nicht mehr. Musste den verdammten Stecker ziehen, bevor es zu spät war. Es mit mir zu Ende ging. Verstehe. Der Satzbau ist ja manchmal so komisch, ne? Und heute ist der Tag der Teufel auf ihren Schultern, in ihren Köpfen, flüstern, sagen dir, wer du nicht bist. Nur hier auf der Straße schweigen sie, hier kann ich arbeiten. Werde ich die Zukunft schmieden. Du kannst helfen, Ei. Ei, könnt deine Hilfe gebrauchen, so rum. Was springt für mich dabei raus? Was brauchst du genau? Was brauchst du genau? Die Stimmen müssen schweigen. Antidepressiva, Anxiolytika, Varium, okay. Egal was, solange es sie nur zum Schweigen bringt. Ich arbeite, mich konzentrieren kann. Zum Ersten möchte ich mehr über deinen großen Plan erfahren. Zu gefährlich, nein, bring mir die Pillen, dann werde ich reden. Warum besorgst du dir die Pillen nicht einfach selbst? Das ist mein Kreis, kann ich raus. Muss ihn jeden Morgen überprüfen, sicher gehen, dass er nicht kaputt ist. Stimmen brüllen von draußen, kann sie hören. Verstehst du? Verstehst du? Na gut, ich werde sehen, ob ich ein paar Pillen für dich auftreiben kann. Ja gut, man kann ja mal fragen. Du holst einen alten Mann von der Straße und wenn die Welt in die Knie geht, wird dieser Mann sich an dich erinnern. Na gut, ich werde sehen, ob ich mal Pillen auftreiben kann. Klug, Dewuschka. Dewuschka. Suchst dir die richtigen Verbündeten. Investierst clever. Ich warte hier in meinem Kreis. Ich hab Pillen. Okay. Gut, ist wichtig. Vielleicht gibt es welche in den Shops in der Innenstadt oder dort irgendwo in der Nähe. Ja. Was haben wir denn hier? Ja, gehen wir mal hier in den Laden rein. Heiliger Bimmer. Hallo. Hi there. Chun Tao. Hallo, was darf sein? Wer ist der Mann auf dem Poster? Dort steht, es gibt eine Belohnung. So auch mit Satzbau und Satzzeichen, das ist manchmal nicht so die Stärke von dem Spiel, oder? Oh ja, natürlich, das ist mein Bruder, Shen. Bitte sag mir, dass du ihn gefunden hast. Weißt du, wo er ist? Echt so diese Bruchstücke an Informationen, die ich hier bekomme, ne? Die sorgen dafür, dass so langsam, so ganz, ganz, ganz entfernt, aber sich so wirklich ganz langsam ein Puzzle in meinem Kopf zusammenbaut, was mich im Spiel erwarten wird. Weil jetzt kann ich mich auch wieder wegen dem Bruder an eine Sache noch erinnern. Oh ja, natürlich, dass mein Bruder, dass du ihn gefunden hast. Weißt du, wo er ist? Nee, sorry, hast du eine Idee, wo er sein könnte? Ich wünschte, ich wüsste es. Er verschwand vor 2 Wochen. Sagte kein Wort, bevor er ging. Nun, da ist doch etwas. Er hat ein Mädchen kennengelernt. Besser gesagt, eine Frau, Lilly. Er hat sich verändert. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber inwiefern hat er sich geändert? Neuer Look, Kleidung, Frisur, sieht ständig in den Spiegel. Vor Kunden tut er ganz stark, gibt sich tough. Irgendeine Idee, wo diese Lilly sich aufhält? Klingt, als wäre er einfach nur verliebt.
Ich habe sie nur zweimal gesehen und kam mit Shen vom Abendessen. Ständig hütet sie ein Geheimnis so, als ob sie zwei Leben hätte. Ich habe ihr nicht getraut, ganz und gar nicht. Ah, Lili hat eine Freundin, ich glaube Charlene. Ich habe sie mit Lili sprechen sehen. Charlene arbeitet im chinesischen Viertel der Innenstadt. Wenn du sie findest, kann sie dir vielleicht sagen, wo Shen ist, oder zumindest Lili. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hab vielen Dank. Jede Nacht entzünde ich eine Kerze für Shen. Ja, das ist jetzt natürlich auch meine ganze Nebenquest-Kram, den ich jetzt hier natürlich mache. Also auch die Päckchen müssten wir nicht abgeben und so, ne? Aber klar, ich will's halt machen. Warum komme ich da nicht rein? Verflucht. Achso, ich will auch wissen, was du mir noch verkaufen kannst. Bitte sehr, unsere Karte, unsere Tofu-Gerichte gelten als die besten in ganz Taiju. Und abgesehen von Tofu? Also Getränke auf der Karte ist eher Cola, nicht so nicht traditionell, oder? Und das ist das beliebteste Getränk in China. Mit Nudeln. Und abgesehen von Tofu? Reisklöße, Nudeln. Was darf ich dir anbieten? Bitte, du sollst meine typische kantonesische Sojasauce probieren. Nach dem geheimen Rezept meiner Tante. Nicht einmal meine Mutter kennt es. Hehe. Okay. Ich hätte gerne... Achso, Nudeln und Cola. Okay, verstehe. 30 Tacken? Alter, ich werd wahnsinnig. Aber ich kann Sachen verkaufen, ne? Ha, guck mal. Da, die kauft meinen ganzen Müll. Ja, yeah, bitteschön. Für deinen Bruder. Porno. Und die Stahlketten. Achso, das wäre vielleicht clever zu sehen, ob sich vielleicht die Sachen unterscheiden, ne? Also die Preise. Ja, wo ich das verkaufen möchte. Das ist das Gleiche. Gleiche Vermisstenanzeige. Entschuldigung. Ja, okay, ist die gleiche Vermisstenanzeige. So, gehen wir erstmal hier rein. Alter, das ist so groß, das Spiel. Also, ich meine, die Stadt. Hank. Ach, Waffenhändler Hank, okay. Ah, da kann ich vielleicht das Paket ablegen. Ja, warte, ich rede sofort mit dir. Ich will erstmal gucken, ob du hier irgendwas hast, was ich dir erstmal klauen kann. Sieht nicht danach aus. Hi, Hank. Mein lieber Schwan, wenn da nicht die Sonne aus allen Knopflöchern strahlt. Oh, ich habe 100 Erfahrung dafür bekommen. Wie geil ist das denn? Was kann ein alter Hauding wie ich für euch tun? Was haben wir denn noch? Was hast du denn? Okay. Freund hat mir diesen Laden empfohlen, sagte, sie wüssten alles über Waffen. Was haben sie im Angebot? Was hat es mit all diesem untödlichen Kram auf sich, diesem alten Zeug? Sind sie ein Sammler? Ich habe dieses Paket gefunden. Es ist mit Waffenladen beschriftet. Ich schätze, es ist für sie. Sind sie adressiert? Oh, erstmal das. Gewiefter Freund, jawohl. Feuerwaffen sind mir nicht fremd. Euch ist es ernst, was? Sagt mir, wenn euch was ins Auge sticht. Was haben sie denn im Angebot? Schrotflinte, eine Magnum und Nox 7. 17. 12 mm. Okay. Mit Waffenkunde, Distanzwaffe, 4x4. Boah, scheiße. Nee, so viel hab ich nicht. Okay, ja, ich könnte mir die Waffe hier kaufen. Verbandskasten hat er. 300 HP. Ja, okay, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Neurostimulantien macht schneller klüger. Ach, stellt 50 Fokus wieder her. Okay, Munition für Schrotflinten. Magnum-Munition. Ist klar. Ja, ich will mir noch gar keine Schusswaffe holen, glaube ich. Ich hoffe, ich finde irgendwann eine. Bin ja ein bisschen geizig bei sowas. Die kennen mich, ja? Ach, Quatsch. Ich habe noch so viel mit dem zu bereden. Was mache ich denn da? Ja, der untödliche Kram. Manche sprechen es laut aus. Jupp, hatte schon vor meiner Zeit in der Armee ein Faible für Waffen und Militärausrüstung. Aber auch für Antiquitäten. Memorabilien des 20. Jahrhunderts und solche Sachen. Was haben wir denn da? Ich sehe jetzt gerade nicht, wo der untödliche Kram ist, außer die Poster. Aber egal. Wo wir gerade davon sprechen, bin immer auf der Suche nach mehr. Wenn die junge Dame hier einen Keller leer räumt oder ein, zwei alte Anhänger aufspült, dann immer her damit. Ich zahle für fast alles vor 2000 einen guten Preis. Scheiße. Warte. Nee, auch 15. Okay. Ja, ich habe jetzt gedacht, das hätte vielleicht was damit zu tun gehabt. Mit den Ketten zum Beispiel. Aber egal. Weil da habe ich ja davon gesprochen, ne? 2000er Vibes. Ist es dann sie adressiert oder ist es mit Waffenlamm beschriftet? Schätze ich es für sie? Eher schon als für diese andere bedudelte Waffenverkäuferin. Meine Lieferanten haben es nicht so mit dem Schreiben. Lass mich mal sehen. Oh ja, ist es. Dieser Racker hier kommt mit Verspätung. Seit 2 Monaten verschollen oder wer weiß Gott was. Ich danke euch, Liebes. Erlaubt mir meinen Dank auszudrücken, euch mit 100 Credits und eine Packung Hülsen zu geben. Geht aufs Haus. Was für Waffen tragt ihr denn, junge Dame? Keine? Wer ist mit etwas Uzi-Munition und 100 Credits? Ich nehme erstmal die 9mm Munition. Klare Sache. Hier, bitteschön. Und danke nochmal für die Lieferung.
Gerne. Was ist hier an Sie adressiert? Ah, ist das andere auch an den adressiert? Warte mal. Moment. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, Hank Coughlin, okay. Wie ist auch, da steht mein Name drauf. Ich werde nicht fragen, wo ihr das her habt, junge Dame. Wenn es das ist, was ich denke. Was ist es? Was ist es? Hä? Nichts, nichts Wichtiges. Nur ein paar Heftchen. Muss die neuesten Trends befolgen und so. Und die monatliche Dralle Geräte ist nur, ich gebe sie mein spezielles Fach für Nachforschung. Verstehe, ich lasse sie dann mit ihren Nachforschungen allein. Ja, die sind schon teilweise doch ganz amüsant, die Dialoge. So, kann hier jemand hacken? Große Preisfrage. Nein. Okay. Hat trotzdem wieder 5 Fokus gekostet. So. Ne, auch nicht. Da ist nichts. Knopf drücken. Wo bringt mich das hin, frage ich mich. Hab ich gerade kurz gedacht, ich hätte was gesehen? Nein. Ach, komm. Wo geht's denn hier hin? Du siehst aber lecker aus, Süße. Bock auf ein bisschen Spaß, eine Runde Vögel und...